eine schöne Questreihe eingebaut, die wir natürlich, und ihr seht, jetzt wird das auch gezählt. Und ich trottel, kill die alle so im letzten, in den letzten Videos und nichts passiert. Und ich denke mir so, was ist denn da los? Entweder hat man kein Glück, ne? Ja, Leute, ne? Ihr seht, Haizun, beziehungsweise ich bin auch nicht der Schlauste. Kann man nichts machen, kann man nichts machen. So. 200, boah, jetzt haben wir sogar einen Critical rausgehauen. Jetzt läuft aber bei uns richtig. So. Ja, wir heben sogar noch die Sachen auf, auch wenn wir eigentlich theoretisch schon reich genug sind, aber Leute, man kann nie reich genug sein, sowas gibt es nicht. Ich sag das immer so, überlegt mal, wir müssten jetzt was kaufen, oder wollen was kaufen, was 117 Millionen kostet und dann das, was dieses Schwert wert ist. Das heißt, uns würde Geld ja fehlen quasi. Boah, jetzt haben wir aber viel Crit-Rate, haben wir denn 2%, aber wir critten ganz schön oft, fällt mir gerade auf. Auf jeden Fall ist es immer besser, das Geld mitzunehmen oder allgemein die Items, denn irgendwann kann man was immer gebrauchen. Und gerade in den Anfangsleveln ist es auf jeden Fall sehr von Vorteil hier. Man sieht hier, was die Leute hier teilweise schon für Schilder und alles haben, das ist echt... Also früher hat man sich über eine 2-INT-Erweckung gefreut. Wirklich, Leute, da lag ich auf dem Boden vor Freude. Nein, so schlimm auch nicht, aber 10-INT war schon extremst. Wieder ein jetzt hier. 19-INT, 16-INT, dann nochmal 72-INT durch die Sockelung. Und hier diese Spammer hier mit ihren Penjakov. Ich glaube, wir haben schon 8, kann das sein? Ja. Auf geht's, Leute, zurück nach Flaris. Ja, wir müssen jetzt nicht jeden Weg laufen, weil wir genug Geld haben, um uns diese Blinkings auch kaufen zu können. So. Da werden wir jetzt aber auch direkt nochmal mehr kaufen und ich zeige euch da mal was, wie ich das immer mache. Denn ich kaufe immer ein paar Blinkwings auf Lager ein. Also dass ich die quasi in meinem Inventar habe. Die tue ich immer ganz unten, aber das zeige ich euch gleich, wo ich die mal hin tue. Denn man kennt es, man ist mal gerade irgendwo am Level oder so und hat kein Blinkwing mehr und darf dann erstmal richtig schön zurückfliegen. Das ist mir damals in Fluff so oft passiert, dass ich das dann irgendwann erstmal sein gelassen habe und mir ein paar Blinkwings auf Pump gekauft. Und ihr seht, wir kaufen jetzt erstmal von jedem Blinkwing hier 20 Stück ungefähr. Kauft die. Ihr seht, 55.000 ist jetzt nicht so viel, aber erspart uns eine Menge Arbeit. Und ich packe die immer hier unten hin. Sortiert nach Level. Also Town Blinkwings vorne. Die teleportieren euch in die nächstgelegene Stadt. Flaris, St. Morning und Darken. So. Können wir hier auch ein bisschen am Start schaffen. Ja, und auf jeden Fall nehmen wir jetzt erstmal hier schön die Quest an. Also geben die ab. Bin mal gespannt. Wir haben jetzt 6%. 31, okay. Sei nicht zu stolz auf deine gezeigte Leistung bei der Larwolf-Jagd. Obwohl, ich glaube, es ist besser, wenn ich das so kurz ein paar Sekunden einblenden lasse und ihr könnt euch das dann selber durchlesen. So. Das ist, Chenna ist übrigens dieses eine Vieh, was ich angesprochen habe. Das ist dieser Skorpion, den man früher für die Assist-Quest töten musste. Das muss man heutzutage jetzt nicht mehr machen. Aber, ja, in dieser Questreihe ist das jetzt, mit integriert. Und dann seht ihr das Vieh mal. Da rennen wir jetzt erstmal hin. Ja, normalerweise wisst ihr natürlich alle nicht, wo das ist, aber ich glaube, das haben die auch schon eingefügt, dass man das jetzt sehen kann. Ne, auf jeden Fall ist ja hier, das seht ihr jetzt aber auch gleich schon. Ich weiß natürlich, wo die Viecher alle schon sind. Ich spiele das Spiel ja nicht erst seit gestern. Man hat schon getrunken, tut mir leid. Und hier ist übrigens der Giant Mushpang. Mit dem Giant Albert zusammen sind das die einzigsten Giants im ganzen Spiel, die nicht aggro sind. Also aggro, wisst ihr ja, das sind diese roten. Also wenn zum Beispiel hier jetzt der Name Rot wäre, dann sind die aggressiv und laufen euch, also greifen euch schon an, auch wenn ihr nur in der Nähe seid. Obwohl ihr die selber gar nicht angegriffen habt. So, hier ist der Skorpion immer. Ich hoffe, der ist jetzt hier auch da.
Jetzt ist der echt nicht hier, oder? Ah, ne, da ist er. Seht ihr, das ist dieser Skorpion? Und der haut extrem schon ganz schön gut rein. Bei uns ist nicht so, weil wir schon komplett ausgerüstet sind und so. Aber wenn ihr nur die Level 1er Klamotten habt, glaubt mir, dann ballert der schon ganz schön rein. So, wir nehmen jetzt das Blinkwing auf Flaris, weil dann sind wir nämlich direkt im Flaris da. Wie seht, das sind diese Aggros. Ich hoffe, der läuft jetzt nicht noch ein bisschen hierhin, weil sonst greift er mich an und das Blinkwing bricht ab. Ne, Gott sei Dank. So, und ihr seht, wir haben gleich schon Level bekommen. So, jetzt müssen wir 10 Grown-Up-Fee fast erledigen. Am Anfang sind es auch relativ viele Quests auf einmal, sage ich mal. Aber das legt sich mit der Zeit. Das kann ich euch versprechen. Später sind dann, sage ich mal, teilweise Quests dabei, die man alleine auf jeden Fall hundertprozentig nicht schaffen kann. Also da braucht ihr auf jeden Fall Hilfe. Ich glaube, eine Quest war damals, da war man Level 50, glaube ich. Und musste die 75er Monster töten. Und Leute, die haben mich gewonnen, jetzt ohne Witz. Und es gab deswegen auch teilweise dann schon Beschwerden im Forum, wie man das denn alleine schaffen sollte. Ja, und die Antwort von den Zuständigen war dann einfach nur, dass man sich dann helfen lassen solle. Ja, ne? Aber jetzt als Neuling, so hat man natürlich jetzt nicht erstmal so viele Freunde, sage ich mal, oder Bekannte, wenn man relativ neu anfängt. Das, ja, es kommt halt drauf an, wie sehr man offen auch für neue Leute ist, ne? Wenn man schnell neue Freunde, neue Leute addet und so, dann kommt man eigentlich relativ schnell zu einer großen Community. Ich glaube, in meinen ersten 2-3 Wochen Fluff war schon meine Freundesliste voll. Und ja, auch mit komplett voll mit hilfsbereiten Leuten und so, ne? Natürlich gibt es dann auch Leute, die rennen dann durch die Stadt und adden blind welche. Einfach nur um, ja, weiß ich nicht. Das frage ich mich auch manchmal, warum man das macht. Aber ich finde Freundschaftsliste so, dass man die Leute wenigstens so ein bisschen kennt oder ein bisschen kennenlernt. So wie den Striker, den ich jetzt noch probieren will. Aber er ist natürlich nicht intensiv und kann er auch gar nicht sein. Aber jetzt ist er online. Und ja, da hat er uns sogar angenommen, ist ein Blade, sogar Level 75. Und ja, da schreibt er mich sogar gerade an. Da schreiben wir nochmal erstmal. Ja, da bedanken wir uns natürlich erstmal nochmal für das Geschenk. YouTube natürlich erstmal wieder schön falsch geschrieben. Auf jeden Fall, das wird er selber im Video sehen. Ja, ne? Du bist jetzt Fame. Wir müssen Grown-Ups töten, da muss ich kurz nachgucken. Genau. Ja, Pfeffern. Grown-Up-Pfeffern, das sind diese da hinten. Diese hier, genau, das sind diese Bossmonster quasi von den Pfeffers. Pfeffern, genau. Ja, könnt ihr mal ein ganz gutes One-Word-Crit-Shield ausleihen? Okay, danke. Werde ich mal gucken. Denn ich habe noch auf dem alten Bildposter, glaube ich, noch ein. Ich habe nämlich auf meinem alten Bildposter noch einen ganz guten. Oh, ich muss mal gucken, dass wir den Giant in die Krammen ballern. Ein Attack Speed Schild. Und am Anfang ist Attack Speed wichtiger für einen Bildposter als Crit. Denn Crit macht erst später richtig Sinn, weil dann habt ihr sowieso 100% Attack Speed und dann ballern diese Crits wirklich richtig rein. Aber am Anfang ist Attack Speed einfach wichtiger, weil ihr gar nicht auch so. Ihr seht, wir haben 2% Crit Rate. Aber nachher ist das natürlich schon sehr wichtig. Auf jeden Fall schon mal sehr nett. Okay, danke. Mein Gott. Ja, da ist er jetzt erstmal offline gegangen, obwohl ich schreiben wollte, vielen Dank für deine Hilfsbereitschaft. Und ich bin heute richtig inkompetent im Schreiben, merke ich gerade. Also ich will was schreiben und entweder schreibe ich alles falsch, lese alles falsch vor. Weiß ich das auch nicht. Ich weiß nicht was, entweder sind das die 8 Stunden Arbeit, das nur aufstehen, die Klausur in Anwendungsentwicklung. Ja, Leute, ich habe Dienstag eine Klausur in Anwendungsentwicklung geschrieben und oh,
Mir qualmte noch Stunden später der Kauf. Ohne Witz, Leute.